Ich habe Fragen. Das ist ein Mensch da drin, oder? Ja. Und er hat einen Schlüssel, oder? Lass mich raten, diesen Schlüssel brauchen wir. Was würde ich denn bitte jetzt erschrocken? Ja. Mal. Ja? Es ist normal. Nicht laut? Bin ich zu laut? Oh Gott. Wo müssen wir lang? Von wo sind wir gekommen? Ich mach ein Stück leiser. Mich ein Stück leiser. Jetzt besser. Ja. Soll ich einen wieder hochdrücken? Oder soll ich noch einen runter? Rennen. Ja. Okay. So, besser. Okay. Dann, wo lang? Von wo sind wir gekommen? Frage. Und wovor habe ich mich erschreckt? Ich habe mich davor erschrocken. Hier lag eine Batterie. Und durch den Ton, den aufhebende Batterie gemacht hat. Wie mache ich denn hier die Kamera? Okay, so. Fällt mir nicht. Nein, hä? Dumm. Schon so komisch an. Das ist eine Sicherung. Warum sind hier Versteckmöglichkeiten? Nein, 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 übernimm bitte erstmal. Übernimm erstmal. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Sagt einer war da bei dem Typen. Oh Gott, das gefällt mir überhaupt nicht. So.
Kannst du im Spiel die Einstellung ein bisschen runternehmen von der Lautstärke? Weil das in den Szenen doch ziemlich laut ist. Nö, jetzt geht's. War doch da schon irgendwen. In der Zeit, Mark hat, oder beziehungsweise der Herr Fungus hat reingeschrieben, es ist viel zu früh und zu hell für Outlast. Es steht ja voll der Knochen raus. Eigentlich ganz okay aus. Aber wenn du mal hauen, willst du Raum aufholen. Letztens Spiel. Ob du das einfach zuschieben kannst, aber. Oh Gott. Komm, jetzt passt heute fertig mit den Ketten. Ja, aber nein, das ist alles nicht gut. Ich glaube, die macht schon wieder irgendeine Katzenscheiße. Was? Ich glaube, ihr macht schon wieder irgendeine Katze irgendeine Scheiße. Hat das Ding nicht. Ey, knall mal die Tür nicht so. Ja, der kann auch ruhig wegbleiben. Schnell doch!
siehst doch, dass ich das mache. Ja. Trotzdem. Theoretisch muss ja eigentlich der andere da kommen. Dass der Patrouille läuft oder wie? Hm. Ich dachte, das wäre der Dude. Nee. Zwei von denen. Den Herrn. Und dieser komische Aufzug mit dem Schlüssel, der war in diesem einen hellen Raum. So. Genau, der war da, wo wir gestartet sind. Also da, wo es hell war. Okay. Ich weiß nicht, wie du dahin zurückkommst. Da müsste theoretisch gleich die Tür auch um rechnen. Ne, mach doch nicht. Der ist dann gerade mal weg. Warum? Also, hat er gerade das Licht angemacht? Weiß ich nicht. Ich höre nur den Typen atmen. Und einen Herzschlag. Aber wahrscheinlich ist es mein eigener. Mach mal schnell, mach schnell. Nein! Jetzt müssen wir doch die Treppe da runter, wo wir das letzte Mal waren. Letzten Stream. Oh, keine Ahnung, das ist so lange her. Keine Ahnung. Ich hab da vollstes Vertrauen, dass du weißt, wo es lang geht. Mit den Typen nehme ich nur noch rennen. Ach so, oder? Doch, so. Ah. Ja. Das war er. Ach, bis raus. Das ist langweilig. Ich wollte doch gerade einen Schluck von meinem Tee trinken. Mach doch. Nein! Ja. Das sind deine Achse, die nach Fisch riechen. Nein! Du hast sie! Alter! Ey, das ist also mit dem Controller ist das Tür zu machen übelst dumm. Wenn das weitergeht, muss man tauschen, dann spiel ich den Boss dann so. Ja, end. Ja, spiel frei. Hier bist du aber noch mal in einem Raum. Oh, Raumschwolle und sinnlos Batterien, ey.
Ja, ja. Oh Gott. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Was machst du? Ich hab meine Stimme ölen. So. Dankeschön für den Hauptbesuch. Ich bin wohl auch komplett geheilt. Bringst du mich runter, meine Fresse? Was ist hier denn? Da waren wir noch gar nicht. Ach, das war noch, guck mal. Da war ich schon mal, glaube ich, mit Josie. Oder? Musst du deine Unterwäsche wechseln? Ich glaube, da lag eine Batterie. Wo? Oder? Da war irgendwas Helles, da unten auf dem Boden? Nö. Nee, hat nur reflektiert, okay. Hallo. Dankeschön. Warum denn so laut? Ah, guck mal. Batterien sind immer gut. Der Puls geht doch gerade schon wieder so. Keine Ahnung, wo lang, ne? Da liegt auf jeden Fall was und blinkt. Ich glaube, es ist eine Batterie. Hat es der Kollege? Ja, total. Ey, aber dass der halt auch so langsam raucht, ne? Ja. Langsam ist leise. Meistens. Da liegt eine Mappe. Eine Akte oder sowas. Mhm. Hallo, Cheater. Aha. Ja, nee, ist klar. Okay. Mal kurz nochmal durchgehen. Wir haben jetzt den Schlüssel. Hm. Genau. Wir haben jetzt den Schlüssel, aber wofür war der Schlüssel? Weiß ich nicht, gerade auch nicht. Also eine Tür, die war ja auf jeden Fall abgeschlossen. Die Frage war, das die Tür oben? Oder? Oh, ich dich! Ja. Kann er doch keine Tür zu machen, ne? Ja. Sackgasse, aber da unten liegt, glaube ich, eine Batterie. Irgendwo bei dir. Du riechst mich nicht. Du riechst mich nicht! Ich hab doch geduscht! Was für ein Ficker? Nein, nicht ehrlich! Ich komm, nicht mehr. Also.
man von der Spannung her aufbauen, ist Outlast auf jeden Fall einmal frei. Ja. Ah. Dafür war der Schlüssel. Cool. Kann man auch nicht hinschreiben, ne? Put the key. Bitte hier den Schlüssel. Ja, genau. Aber ich glaube, unten, da wo uns der Typ überrascht hat, ja, da war eine Batterie. Nein, ich gehe nicht zurück. Gar nicht nein. Ich glaube, so nötig haben wir es nicht. Ah! Schrei! Klar! Folge der Blutspur. Würde ich auch immer machen. Batterien! Batterien! Oh, zwei Stück. Oh, heute ist unser Glückstag. Oh, wo siehst du, da können wir noch das eine das vorlesen. Moment. Oder ich? Je nachdem, wie viel Text es ist. Siehst du mal, dann kann ich nochmal meine. Okay. Wallrider und Albträume. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis: Nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Warum eigentlich immer alles deutsch? War alles gruselige Deutsches anscheinend. So, in Call of Duty, mal kurz mal anderes Thema. Hast du halt auch, wo die Deutschen damals im Zweiten Weltkrieg ja irgendwas mit Zombies gefunden haben. Das war der Zombie-Ausbruch und das waren auch, wie gesagt, bloß die Deutschen. Und jetzt hier waren, Deutsch. Anderes Thema, in den Marvel-Filmen, waren das nicht auch Deutsche? Von Hydra? Von Hydra ist man auch Deutsche. Ja. Da gibt sich ein roter Faden. Die Deutschen. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämonens sind selten. Oh, das hätte ich auch gern. Aber es soll nicht aus den Brüsten der schlafenden Frauen Blut aus dem Brustwarz der schlafenden Männer trinken. Jetzt möchte ich es nicht. Hast du ja auch noch so überlegt. Eventuell. Ich dachte, da schreibt sich hier noch was auf, weißt du, weil... Ja. Naja. War doch ein Kinderspiel. Ey, Nachtruhe. So, Schwester Rabiata. Ah, da läuft der. Oder S, oder eins davon. Oh, ich glaube, ich werde es immer machen müssen. Ja. Oh nein. Doch. Oh Gott, oh Gott. Wir gucken erstmal nochmal nach hier. Er hat nämlich noch eine Batterie. Und ein Funkgerät. Ich verstehe nicht, warum er nicht versucht zu funken. Als Journalist musst du doch mal irgendwie was gehört haben, so, ja, Funkcode, keine Ahnung. 345. Bis jetzt, für die Bullen. Für die Polizei. Für die Pozilei? Ja. Sieht auch ein bisschen untergewichtig aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Boah, das ist ein T-Shirt. Hat der Zuckung? Oder sind wir das? Aber er hängt gerade fest. Ah. Schon naja! Ja, ich glaube, er hängt. Guck mal, einen Stein drauf. Oh, ich wünsche, es würde gehen. Weißt du, ich würde mir schon längst auch irgendwas Waffiges suchen. Warrider, oh! Oh nein. Was soll denn Scheiß? Guck mal, da liegt noch eine Batterie. Hm. Oh, gut, dass der hier nicht reinkommt. Hopp. Ja, aber wir müssen irgendwie raus. Ah, da finden wir schon. Würde mich ja gern reinsetzen, aber. Ah, guck mal hier oben. Ich wollte gerade sagen, hier ist, glaube ich, da. Hoch.
Ich wollte gerade sagen, jetzt Jumpscare. Oh. Ich habe damit gerade gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Dass wir da runterstürzen. Ich wollte gerade sagen, roll runter. Ich glaube, du musst da lang. Bist du sicher? Nur so eine dumme Vermutung. Blutspur. Hm. Das Rabiat hat satt über Stunden zu spielen. Ja. Was glaubst du, müssen wir da lang? Weiß ich nicht. Ich würde am liebsten so viel Meter zwischen mir und dem Ding bringen, wie nur geht. Kann sich dann bei den Betten verstecken. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Ding. Batteries. Jetzt aber mal ehrlich, also wie krass schlug das Ding an Batterien denn? Wie Josie so schön gesagt hat, die Rachtsicht. Hä? Das ist die Rachtsicht. Die Rachtsicht? Naja, weil du ja da reindrücken musst. Nein. Ich glaube, du musst in den Schacht. Lügen. Hm. Ach, ich? Ja. Kenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Fehlende Akten? Die Fakten, die Unterlagen, sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an... Was? M-Kultra? Okay. M-Kultras... CIA. Kommt. CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Dummen hört nicht auf. Hm. Vor allem muss der so laut rampeln. Das sind wahrscheinlich Stahlkappen. Stahlkappen plus nochmal Stahl extra als Sohle gedacht. Ah. Hast du die Tür zugemacht? Nein. Moin. Oh Gott! Da war ein Pimmel! Uncool! Geh mal. Muss ich das jetzt FSK 18 schalten? Eigentlich ja. Scheiße. Die fahren wir jetzt aber, wo wir halt lang müssen. Also ja, in den Raum rein, das ist mir schon bewusst, aber... Zwei Leute. Zweimal reden. Ja. Mark, falls du zuguckst, kannst du vielleicht ein bisschen Stimmung in den Chat machen? Allein? Alleinunterhalter. Du sollst doch die lurkenden Leute lurken lassen. Dann tut's mal nicht. Bitte. Hier. Siehst du, dann kriegst du schon Katzenunterstützung. Nein, ich warte jetzt eigentlich. Stimmung! Eigentlich warte ich jetzt, bis der ein Dude wieder noch beiläuft. Ja. Weil ich sagte nur, war das der Dicke mit dem Ketten? Mhm. Um die Ecke kannst du noch einmal so, hello. Warum wird die Musik immer lauter? Weiß ich nicht. Ich mag das nicht. Das Orchester fragen im Hintergrund.